Herr Präsident. Wir üben das nochmal. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, vor der Debatte habe ich mir mal die Änderungsanträge der jetzigen Koalitionsfraktionen zum letzten rot-grünen Haushalt 2017 angeschaut. Und da fällt besonders die FDP mit wirklich überragendem Fleiß von Herrn Witzel, kann man nicht unterstellen, dass er faul war, auf, was den Einzelplan 02 angeht. Denn, Herr Witzel, da sitzt er, Sie waren sehr fleißig. Allein zum Einzelplan 02 haben Sie vor einem Jahr ganz 27 Änderungsanträge gestellt. Und ich habe sie tatsächlich gerade mal zusammengerechnet mit einem Gesamtvolumen von über 8 Millionen Euro. Sahen Sie vor einem Jahr eine Kürzungsmöglichkeit bei der Ministerpräsidentin, weil die da ja das Geld zum Fenster rausschreibt? So viel zu dem Stand der Dinge. Meint man nun prima? Prima, 8 Millionen Euro Einsparung. Also bei einigen Anträgen hatte ich echt Befürchtungen, dass Sie tatsächlich das machen, was Sie vor der Wahl sagen. Also die Befürchtung hatte ich tatsächlich. Aber Gott sei Dank haben Sie auch hier alles vergessen, was Sie hier vor einem Jahr gemacht haben. Und sage und schreibe, ergibt sich hier im Einzelplan ein Zuwachs von 21 Millionen. Selbstverständlich. Also man muss fair sein. Wir sind ja seriös und fair. Von den 21 Millionen muss man natürlich die zusätzliche Sport abziehen. So, das ist völlig in Ordnung, weil da ist ja eine Umressortierung erfolgt. Aber es bleibt noch genug übrig, dass wir hier einen Aufwuchs haben. Zwei Beispiele für den Aufwuchs. Und da finde ich es doch bemerkenswert, wie locker hier das begründet wird. Zum einen das neue Referat gesellschaftliche und ökonomische Grundsatzfragen. Vier Stellen, einmal B2, zweimal A15, einmal A13. Also nicht gerade preiswert. Auf die Frage im Berichterstattergespräch, was machen die denn da, wurde gesagt, hier sollte unter grundsätzlichen Erwägungen gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung analysiert, bewertet und in politische Konzepte eingebracht werden. Okay. Zweite Neuerung ist zwei Stellen, zweimal A14 immerhin, für Ressortkoordination. Auch da nachgefragt, was sollen die denn machen? Hier soll eine Entwicklung stattfinden, planungsrelevanter Daten zu landespolitisch bedeutsamen Themen, die Datenpflege koordiniert werden und Kontakte zu den statistischen Ämtern und den Ressorts und so weiter und so fort hergestellt werden. Und jetzt kommt die Begründung, das seien alles neue Aufgaben in der Staatskanzlei. Also da frage ich mich doch, was haben die denn alle vorher gemacht? Ja? Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist laufendes Geschäft einer Staatskanzlei. Und dafür gab es auch vorher schon Stellen. Wir hatten niemals den Eindruck, dass die Staatskanzlei so unterfinanziert war unter Hannelore Kraft, dass es den Aufwuchs dieser Stellen bedarf. Und das, lieber Kollege Witzel, hatten Sie, weiß Gott, auch nicht gesehen, hier eine Unterfinanzierung, denn Sie haben noch 8 Millionen Euro Kürzungsmöglichkeiten gesehen. So viel hier zu dem Thema, was schert mich mein Geschwätz von gestern. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen diese Politik nicht mit. Wir sehen diese Notwendigkeiten eines Aufwuchses in diesem Apparat nicht. Und deswegen werden wir auch diesen Einzelplan ablehnen. Dankeschön.